Ja, hallo meine lieben GeolebenTV-Zuseher und natürlich auch auf Telegram. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Und zwar 30 Tage Ernährungsumstellung rein pflanzlich, roh oder gekocht. Ja, heute ist der 28. Tag und nachdem das hier auf YouTube die vierte Zusammenfassung ist, wird das heute quasi auch das Abschlussresümee. Die letzten zwei Tage bis Dienstag werden immer so wahnsinnig viel bringen und ich möchte euch heute ja genug Zeit am Sonntag lassen, um sich mit dem Video eben auch hier in Ruhe zu beschäftigen. Also Experiment quasi mehr oder weniger zusammengefasst, fast abgeschlossen. Was gibt es genaueres dazu zu sagen? Die Beweggründe, was hat es ergeben, was war dazwischen, erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, hier bin ich wieder, euer Geo von Bewusst Gesund Geo Leben TV. Ja, ein weiteres Experiment in meinem Leben, vor allem Ernährungsexperiment, ist ja nicht das erste Mal. Ich kenne es, ohne Fleisch zu sein, ohne Milchprodukte, ohne Brot und vieles andere. Mehr viele Mischmöglichkeiten, die man da eben auch so machen kann und sich mal vorwiegend rein pflanzlich, aus frischen pflanzlichen Nahrungsmitteln zu ernähren. Das ist mal wirklich so das erste Mal gewesen und ja, es war spannend und es war echt cool. Was war jetzt also eigentlich meine Motivation für dieses Experiment? Ja, ich war heuer schon fünfmal beim Zahnarzt, ja. Ständig waren wieder irgendwelche Probleme und ich habe immer so das Gefühl gehabt, vor allem auch in erster Linie ist das Zahnfleisch so entzündet. Also ständig hat das Zahnfleisch wehgetan. Die zwei Zahnärzte waren es, haben herumgebohrt da und dort wurde was und dann war es wieder besser und dann hat es plötzlich wieder zu ziehen angefangen, haben gedacht, jetzt reicht es einfach, so wollte ich einfach nicht weitermachen. Ja, jetzt habe ich einfach Überlegungen angestellt, was könnte hier einfach auch ursächlich sein, was ist im Mund, Zahnfleisch natürlich, es sind Entzündungen, was ist die letzten Monate passiert, ich habe mich sehr, sehr ungesund ernährt, ich möchte es jetzt nicht rein auf Corona schieben, aber wir hatten einfach alle Stress, ja, komplett neue Situation, wenig Bewegung, viel zu Hause bleiben müssen, Homeoffice und so weiter und so fort. Das hat natürlich auch seine Spuren hinterlassen, ja, und die Ernährung hat sich dann auch dementsprechend so nach und nach umgestellt und dann hat man das und dieses, natürlich Fleisch, Wurst, Käse, ja, Milchprodukte eben auch, die ich normalerweise seit Jahren nicht mehr zu mir genommen habe, ja, Joghurt, ich weiß nicht was, alles, ja, und das fördert natürlich auch Entzündungen im Körper, das ist einfach so, ich habe es nicht nur in den Zähnen gemerkt, ja, ich habe so eine Stelle am unteren linken Fuß, wo es auch angefangen hat, weh zu tun, also hier kann man auch sagen, hier sind einiges an Säurepartikeln abgelagert, einige Schlackenstoffen, die sich spürbar eben einfach auch schon bemerkbar machen. Ja? Und ich habe gesagt, okay, gut, es reicht, der Onkel Zahnarzt hilft mir hier nicht weiter und ich mache so, wie ich es sonst auch mache. Ich schaue jetzt selber wieder, was ich da machen kann. Und es war für mich einfach hier ganz, ganz klar, es ist mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen, hier muss und darf eine radikale Ernährungsumstellung her. Das heißt, so wenig wie möglich Säuren in den Körper zu bringen, sich vorwiegend basisch zu ernähren, damit das einfach auch aufhört, ja, hier reine und wieder hier Entzündungsherde zu produzieren und dann einfach auch zusätzlich Ergänzungen, auch Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die dann auch direkt gegen die Entzündungen vorgehen. Habe ich deswegen, die nächste Frage, meine Rahmenbedingungen geändert? Habe ich da in meinem Leben
ziemlich was umgestellt. Nein, habe ich nicht, außer wie gesagt die Ernährung. Ich bin ganz normal weiter in die Arbeit gegangen. Corona hat sich diesbezüglich auch nicht aufgelöst. Für mich ist es immer wichtig, dass das, was man macht, einfach ins Leben integrierbar ist. Warum habe ich entschieden, rein pflanzlich mich zu ernähren? Es war eine rein intuitive Angelegenheit, nachdem ich, wie ich vorher schon eingangs gesagt habe, ich habe ja schon vieles ausprobiert, vieles auch für längere Zeiten eben etabliert. Ich war 3 Jahre vegan, ich war 4, 5 Jahre vegetarisch, ich habe 1 Jahr lang keine Getreideprodukte gegessen. Also ich habe vieles schon ausprobiert und es war intuitiv einfach so da, so basisch wie möglich. Also ich schaue immer wieder, dass ich hier was relativ einfach Umsetzbares so schnell wie möglich auf die Beine stelle. Und das war für mich einfach am einfachsten. Fleisch weglassen, sowieso die ganzen denaturierten, fertigen Produkte, Wurst, Käse, alles irgendwie einfach wegzulassen und einfach nur mal frische Produkte einzukaufen. Das ist für mich das Einfachste gewesen und aus die Maus machen. Das, was mir ganz wichtig ist, das rüberzubringen, hallo, ihr könnt euer Ding machen, ihr könnt eure Ernährung oder was auch immer verändern, so wie es für euch gut ist und es funktioniert. Und da muss man nicht wahnsinnig viel Vorbereitungen machen. Es geht sehr, sehr spontan und es passiert nichts. Man stirbt nicht, wenn irgendwas anders ist, wenn ich mal ein paar Wochen auf meinen Kuchen oder auf Zucker verzichte. Das funktioniert. Ganz, ganz wichtig ist der Überbau. Was ist die Vision dabei? Was ist das, was sich sozusagen brennt, was sich unbedingt umsetzen möchte? Ich entsinne mich wieder viel mehr meinem grundsätzlichen Lebensglück und meiner grundsätzlichen Lebenseinstellung, die einfach heißt, gesund zu sein, vital zu sein, und motiviert einfach mit allem ganzheitlich sein Leben zu bestreiten und das so selbstbestimmt, selbstverantwortlich und so selbstermächtigt wie möglich. Was habe ich, und das ist natürlich eine der wichtigen Fragen auch für mich, so jetzt noch einmal in der Retrospektive quasi rückschauend, auch wenn ich es natürlich überschlagsmäßig weiß, aber mal das Ganze noch einmal anzuschauen, wovon habe ich mich jetzt 28 Tage lang ernährt, und da setze ich mal die Brille auf, weil das habe ich mir schon ziemlich genau aufgeschrieben. Ja, was habe ich quasi vorwiegend gegessen? Da waren die Smoothies ziemlich täglich mein täglicher Begleiter. Ja, ich glaube ein, zwei Mal vielleicht nicht, sonst jeden Tag Smoothies, 1,5 bis 3/4 Liter auf jeden Fall. Der ist vorwiegend aus Bananen bestanden, täglich 2 Bananen, Gurken, natürlich alles Bio. Grüner Salat, Avocados, nicht immer, aber immer wieder hineingegeben. Hanfpulver ist täglich im Smoothie drinnen. Gerstengras ist täglich im Smoothie drinnen. Immer wieder Ananas, auch über Ananas habe ich bei Telegram ein sehr genaues Video gemacht, über die hervorragende Wirkung, vor allem auch bei Bromelain von der Ananas. Dann auch immer wieder mal Stangensellerie. Stangensellerie ist auch wunderbar. Ja? Aber da halt nicht zu viel, weil es auch geschmacklich dann sehr, sehr überbordend ist. Ja, was war so das Zweite, was wichtig war? Das waren die Suppen, vorwiegend Brokkoli, Kartoffel, ja, Suppen, eben auch immer wieder mal eine halbe Avocado oder eine ganze Avocado in die Suppe hinein. Da ist aber so, möchte ich gleich sagen, die Avocado übernimmt dann ziemlich so den Geschmack. Ja, das merkt man gleich, das kriegt eine ganz andere Note. Das war mir in dem Falle fast oftmals zu viel, also da ist mir eine rohe Avocado fast ein bisschen lieber, das muss man aber einfach ausprobieren. Natürlich war immer Zwiebel drinnen, Knoblauch war immer drinnen, ich salze immer mit Himalaya-Salz, also hier einfach mit einer Salzsohle. Ja. Und was ich auch sehr schätzen gelernt habe, ist die Süßkartoffel, die auch fast immer irgendwo am Speiseplan oben war die Süßkartoffel. Ja, was es dann auch immer wieder gab, so gebratenes, ja, gebratenes, eine gebratene Pfanne kann man dazu sagen, ja, die bestand eben auch aus Kartoffeln, aus Süßkartoffeln, Zwiebeln, also ganze viel Zwiebel, ja, auch viel Knoblauch immer wieder, Stangensellerie gibt, ja, Gemüsepfanne im Wok. Ich habe mir dann ziemlich am Anfang gleich mal einen Wok zugelegt, das war so unglaublich für praktisch, sehr unpraktisch finde, weil der steht so da, ja, und dann lasst man es drinnen, wenn man nicht alles zusammen isst, ist es am nächsten Tag fertig.
Und man muss nicht so wahnsinnig viel herumputzen, mit einem Papier ein bisschen ausgewischt, hin und wieder einfach auch abwaschen. Und dann gibt man ein bisschen Öl rein, schaltet ein und schmeißt hinein. Es ist wahnsinnig praktisch, also diese Form einfach der Pfanne, also das gefällt mir unglaublich, das gelandet. Und das ist immer was, was relativ flott fertig ist und im Endeffekt mich immer wieder sehr, sehr befriedigt hat. Ja, weil ich mag ja auch, wenn was gebraten wird, wenn nicht alles roh ist, das hat einfach auch eine andere Qualität und das ist in dem Fall auch wichtig gewesen. Natürlich gab es immer wieder Salate, vor allem in dem Fall Gurken, Kartoffelsalat, den habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gegessen und schon gar nicht selber gemacht. Also mit dem habe ich angefangen. Ich habe gewusst, dass ich den einfach aus meiner Kindheit und Jugend sehr, sehr gerne mochte und ihn wieder lieben gelernt. Also Gurken, Kartoffel, Salat, immer mit entweder mit Olivenöl oder auch mit steirischem Kürbiskernöl. Wer das nicht kennt, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. Steirisches Kürbiskernöl, unglaublich gesund, eben auch Kürbiskerne natürlich. Und auch sehr, sehr schmackhaft. Es passt für den Gurkenkartoffelsalat unglaublich gut. Ja, dann normalen grünen Salat mit Tomaten, Vogelsalat, ja, und auch immer wieder ein bisschen Avocado dazu. Die habe ich dann so dazu gegessen, damit es nicht nur Salat ist. Avocado war immer wieder so, oder ist auch so ein bisschen nicht der Ersatz vom Brot jetzt in dem Sinne, weil die Avocado sicher hier vorteilhafter ist. Aber so, dass man was in der Hand hat, sage ich jetzt mal, für das ist eben die Avocado für mich immer wieder ganz gut gewesen oder sehr gut gewesen. Ja. Was gab es so an süßen Dingen? Weil es ist natürlich auch alles weggefallen, Schokolade oder sonst irgendwas. Das Süße ist halt dann das Obst. Ja. Und in dem Falle habe ich mich neben den Smoothies, die sowieso tagtäglich ja eben auch natürlich ihre Süße hatten, gab es für mich einiges an Mandarinen, Orangen, auch Ananas. Datteln, ja, Heidelbeeren und Himbeeren. Das ist so das, was ich da vorweg gegessen habe. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Datteln, weiß nicht, die sind ja unglaublich süß, dass die immer wieder mal nicht so wahnsinnig gut waren. Da hat eben der Fuß dann immer wieder mal ein bisschen zum Wehtun angefangen. Ja. Also das wäre jetzt eine Korrelation, aber kein unbedingt kausaler Zusammenhang. Ja, täglich ein bis zwei Tassen Espresso, ja, keinen Kaffee, sondern Espresso, weil Espresso ist jetzt nicht sauer. Ja, der ist fast ein bisschen basisch, von neutral bis basisch, also ein, zwei Tassen Espresso. Das ist schon so, das was ich einfach auch mir gegönnt habe. Man könnte das auch natürlich weglassen, wenn man da total. Also komplett mit 100% nur, ja, ich weiß nicht, von mir ist auch dann seine Kaffeebohnen selber rösten. Nein, das oder ja, das habe ich mir einfach auch gegönnt und gönne ich mir auch weiterhin. Ich habe auch immer wieder geschaut, dass ich genug einfach an Fetten zu mir bekomme, dass das Ganze nicht zu kohlenhydratlastig wird, auch an Fetten. Und in dem Fall ist es halt in erster Linie, sind es halt vorwiegend die Öle und natürlich auch die Avocado, ja, und dann natürlich gute Öle, Kokosnussöl, Olivenöl, die guten Fette, MCT, die mittelkettigen Triglyceride, die kann man auch noch extrahiert eben zu sich nehmen in Form eines MCT-Öls und das ist wunderbar im Kaffee drinnen, nennt sich Bulletproof Coffee. Ja, natürlich Wasser trinken, ja, das ist auch klar. Ich habe sonst nichts getrunken, keine Säfte oder sonst irgendwas, auch keine Fruchtsäfte, weil wie gesagt, auch Fruchtzucker ist nicht unbedingt super gut, vor allem in solchen Mengen dann. Also in dem Falle war ich einfach bei Leitungswasser. Ja, was haben wir noch an wichtigen Fragen? Nahrungsergänzung ist sowieso mein ständiger Begleiter. Ich habe gesagt, das ist natürlich auch wichtig. Hier eben die Entzündungen direkt anzugehen oder eben auch dafür zu sorgen, dass die losgelösten Schlacken, die Gifte, dass sich das schön langsam löst, sich auch immer wieder mal an Kopfschmerzen gezeigt hat und sich jetzt nicht so wahnsinnig gut fühlen, was sich einfach auch hier der Entgiftung, der Entschlackung des Körpers schulde. Und der Körper dann natürlich sehr, sehr viel damit zu tun hat, diese Gifte wieder loszuwerden. Ja, dazu habe ich nämlich sowieso immer OPC-Öl, OPC, ja, OPC-Pulver in dem Falle tagtäglich. Das ist sowieso mein Begleiter. Ich habe mit Basenpulver angefangen, ja, Basenpulver.
hier auch extra noch, also ich wollte hier jetzt mal nicht Natron nehmen, weil das ein bisschen gefährlich ist, wenn das, dass das zu viel sein kann und im Basenpulver eben auch dann gleich die Mineralstoffe eben auch drinnen sind. Ja? Sangokoralle, das heißt Calcium und Magnesium im absolut richtigen Verhältnis. Magnesium unglaublich wichtig, ja, an circa 300 Vorgängen im Organismus einfach total wichtig. Ja. Magnesiummangel ist immer schlecht. Ja. Und hier natürlich im guten Verhältnis zu Calcium. Ja. Dann dazu die Alpha-Liponsäure, die einfach ein unglaublich gutes Antioxidant ist, aber auch hilft, die Gifte hier rauszubringen, auch vor allem Quecksilber, wenn sich hier löst, ja, hier einfach auch so schnell wie möglich aus dem Körper rauszubringen. Ja, sozusagen sie und die Alpha-Liponsäure umschließt sozusagen das Gift, ja, und bringt es dann aus dem Körper raus. Vitamin D3 natürlich auch wieder wichtig, gerade jetzt auch in der jetzigen Jahreszeit, Vitamin D3, K2 und das Magnesium habe ich eh schon erwähnt, was einfach für den Vitamin D3, für die Synthetisierung im Körper sehr, sehr wichtig ist. Ja, und eben auch Vitamin B12, auf das ich auch wieder vermehrt schaue und einfach auch zu mir nehme. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts vergessen. Ja, dann ist natürlich auch wichtig, Ausnahmen bilden im Leben auch immer wieder die Regel. So ist es halt eben auch. Ausnahmen gab es auch die eine oder andere, aber es waren wirklich nur Ausnahmen und da war ich extrem streng. Sogar die Champignons, die ich am Anfang zweimal gegessen habe. Dann, ja, das war ziemlich am Anfang, da war das Süße noch, da habe ich unbedingt was Süßes wollen und wollte meine Heidelbeeren mit Himbeeren mit laktosefreier Sahne, also Schlagsahne, aufwerten, habe das gemacht und habe es bitter bereut. Eine halbe Stunde später habe ich es wieder abgegeben und zwar hinten raus. Und vor ein paar Tagen gab es Semmelknödel, die Herausforderung schlechthin im Seminar, das ich jetzt gegeben habe, haben wir vor Monaten uns vereinbart, dass wir hier am Abend nach dem ersten Seminartag ein Bratl essen. Ein Bratl ist so ein bisschen übersetzt wie in Deutschland ein Schweinsbraten, wobei das Bratl ganz was Spezielles ist. Und das ist natürlich für die meisten Österreicher eines der Lieblingsessen. Das war schwierig. Ich habe mich damit sozusagen arrangiert, indem ich einen Semmelknödel gegessen habe. Semmelknödel, ein paar Kartoffeln und die Bratensauce. Es hat mir sehr geschmeckt und es hat mir jetzt auch gut getan, mental gut getan. Ja, ja, sonst gab es keine Ausnahmen. Das war es dann auch mit den Ausnahmen. Was kann ich nun an gesundheitlichen Verbesserungen feststellen? Oder gab es sogar Verschlechterungen? Das ist ja jetzt natürlich die Frage oder eine der Fragen, das war die Ausgangssituation. Ja, ich kann ganz eindeutig sagen, ich habe jetzt definitiv seit 28 Tagen nicht mehr wirklich ein Zahnziehen bemerkt. Ja, das hat sich auf jeden Fall gebessert. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt unbedingt einen Zahnarzttermin oder sonst irgendwas. Das mit dem Fuß da unten, wo einem auch solche Ablagerungen mittlerweile auch sich bemerkbar gemacht haben, man könnte auch eventuell Gicht dazu sagen, ja, wo einfach wirklich diese Kristalle sich hier ablagern, diese Schlacken, das dann einfach wehtut, das hat sich auch etwas gebessert. Ich habe es die meiste Zeit nicht mehr gemerkt, immer wenn ich auf den Fuß aufgestiegen bin. Vorher habe ich das Gefühl gehabt, aua, ja, es tut weh. Das hat sich auch gut gebessert, wobei ich es auch da jetzt immer wieder ein bisschen noch gemerkt habe. Ansonsten, so vom generellen Wohlfühlen, gestern bin ich das erste Mal seit langer Zeit wieder laufen gegangen. Aber da habe ich gemerkt, es hat sich auf jeden Fall wieder eine Leichtigkeit hier eingeschlichen. Und zum Laufen gehen, da muss man das Gefühl haben, man fühlt sich leicht, man fühlt sich so ein bisschen, weil ja, laufen muss man sich halt ein bisschen anstrengen. Und es ist das erste Mal gestern wieder ganz gut gegangen. Wesentlich mehr darauf achten, auch genügend Schlaf zu haben. Wobei ich jetzt schon feststelle, dass ich
länger schlafe, so bis 7, halb 8 ist immer wieder passiert, wo ich auch normalerweise am Wochenende tagtäglich um halb 6, 6 wach werde, habe ich jetzt immer wieder festgestellt, dass ich um 7, so wie heute, wach werde, also 7 Stunden geschlafen habe oder auch, wie es schon mal war, bis halb 9. Da habe ich mich einfach nochmal umgedreht. Also das sind schon auch so Neuerungen, die sich hier so langsam bemerkbar machen. Ja, also das Ziel, hier wieder was in die Wege zu leiten, auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung zu gehen, selbstbestimmt, selbstermächtigt, selbstverantwortlich für die Gesundheit zu sorgen und vor allem auch Ursachen, ja, kausale Ursachenforschung zu betreiben und nicht nur zum Arzt zu rennen wegen der Zähne oder wegen was anderem. Das habe ich auf jeden Fall gedreht, ja. Ich habe diese Dinge wieder mir ins Leben geholt, wieder viel mehr ins Leben geholt, vor allem über die Ernährung, dass man über die Nahrung und natürlich auch über Bewegung und die mentale Angelegenheit ist überhaupt nicht zum Unterschätzen. Die macht nämlich auch wahnsinnig sauer, ja? Wie geht's weiter? Vorher möchte ich noch was zu einer Gewichtsabnahme auch sagen. Das war jetzt eigentlich, obwohl ich mir einfach zu dick und zu schwer vorgekommen bin, nicht vorrangig das Ziel, weil ich mir gedacht habe, das wird sowieso passieren. Und es ist eh passiert, ja, ich habe mich gestern das erste Mal auf die Waage gestellt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich vor Beginn dieses Experiments über 110 Kilo gewogen habe, also so viel wie überhaupt noch nie. Und ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall 6, 7, vielleicht auch 8 Kilo, ohne mir jetzt Mords das zu fokussieren oder vorzustellen, einfach auch mal erreicht. Und es ist aber das mit der Bewegung kommt jetzt wieder, das werden die nächsten Schritte. Die mentale Gesundheit ist ein eigenes Thema. Das ist sowieso was dann, wie es eben auch weitergeht jetzt auch. Ja, ernährungstechnisch, wie geht es da weiter? Da habe ich gestern klar gespürt, wie ich weiter tun möchte. Ich habe auch gestern sozusagen den Impuls gehabt, wieder ein Brot selbst zu machen, und zwar das glutenfreie Flohsamenschalenbrot. Das wollte ich gestern einfach auch mal machen, habe das auch auf TikTok in einem 1-Minuten-Video hochgestellt. Ja, das glutenfreie Flohsamenschalenbrot, hier null Mehl drinnen, gar nichts, absolut glutenfrei. Ich möchte wieder oder gehe wieder in die Richtung vegan, Fleisch. Ja, und natürlich vegan auch wichtig, viel pflanzlich. Ja, das ist klar, vegan kann man sich auch mega ungesund ernähren, das wissen wir auch. Aber hier auch viel pflanzliches beibehalten und eben auch solche sogenannten Brote wie das jetzt da, das glutenfrei, auf das werde ich aufbauen, weil das ist sicher auch wertvoll. Ohne dem möchte ich auch nicht ganz sein. Also ich werde mich wieder mehr mit der veganen Zubereitung auch beschäftigen. So wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass mir die vegane Ernährung sehr, sehr gut getan hat, aber ich werde mich da noch viel, viel mehr beschäftigen damit, vor allem auch mit Möglichkeiten der Zubereitung auf jeden Fall. Einfach wieder viel Bewegung, Fitness einfach auch zu machen, für den Körper zu machen. Da wird es offensichtlich auch wieder einiges geben. Ich freue mich über viele Daumen hoch. Also in dem Sinne, Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Geo. Baba.